Und weiter geht's. Es kommt nichts dabei raus. Aber die Gedankengänge hierbei waren mir wichtig gewesen. So dass gar nicht rauskommt, so ist es nicht, aber ich kann es nicht lupen. Ne? Also natürlich hat mich mal wieder die eierlegende Wollmilchsau geritten. Ne? Da kam mal wieder so ein Schwung, ne, wo gewisse Dinge, die mir da in der Vergangenheit passierten, sich im Kopf geordnet haben und wie so ein Puzzle zusammengesetzt haben. Und dann kam die Energie so sehr, dass man gebastelt hat und gebastelt hat ohne Ende. Und ich hoffe, es war nicht ganz für den Arsch gewesen. Edina, was meinst du? Hat's was gebracht? Alles nach und nach, wa? Ja? Ach, deshalb hast du gemaunzt. Mist. Wieder mal das Essen anbrennen lassen. Naja, das sind halt die negativen Seiten, wenn einen dann die eierlegende Wollmilchsau packt. Ah, vergisst mal alles rundherum. Ja, gedacht haben wir uns dabei Folgendes. Ja, mittlerweile haben wir ja gelernt, ne, dass die Energie, ne, irgendwie, also von oben nach unten oder von unten nach oben, also irgendwie fließt sie zwischen der Himmel und Erde hin und her. Ne? Da wird gesagt, dass im Himmel Minus ist, aber da ein Elektronenüberschuss, Fragezeichen, und in der Erde, ne, da wäre das Plus und da müsste ja dann ein Elektronenmangel sein. Ne? Wenn hier ein Überschuss ist und hier ein Plus und von hier nach hier fließt, von Minus nach Plus fließt, dann müsste es ja theoretisch dann hier so wirbelmäßig, deshalb habe ich die Wirbel hier hingemalt, dann über die Gräser oder Bäume oder uns, ne, dann praktisch in die Erde geleitet werden. Ja, und wir wirken dem irgendwie entgegen, ne, dieser Kraft, und wachsen deshalb nach oben. Soweit macht das in meinem Kopf auch irgendwie Sinn. Ja. Also die ultimative freie Energiemaschine, die ultimative eierlegende Wollmilchsau. Ne? Unten haben wir noch ein bisschen Grundwasser, was dann hier bestimmte Salze hochwandern lässt. Ne? Und dann haben wir hier auch wie so eine schöne Art Batterie oder wie so einen schönen Kondensator, ne? Wo das dann, ja, wo das dann funktioniert. Kopieren können wir es so halbwegs mit einer Tesla-Spule, habe ich mir so sagen lassen. Und dabei gehen wir meistens so vor, dass wir hier eine Primärbindung haben, also eine Primärwicklung aus Draht, ja, einen dicken Draht mit 1, 2, 3, 4, 5 Windungen, wenig Windungen, und in der Mitte einen ganzen Turm von Windungen, von ganz, ganz dünnem Draht, ja, Zehntausende von Windungen. Und ja, wenn man hier unten die Primärspule dann mit einem, also immer ein- und ausschalten sozusagen, deshalb habe ich hier Rechtecksignal hingemalt, dann kommen hier extreme Spannungen raus, ne? Kann man übelste Blitze ziehen und so weiter und so fort. Ja, aber welche Blitze sind das dann jetzt? Ne? Und warum ist denn die Spannung so extrem hoch? Und warum braucht man dazu eine Tesla-Spule? Ich habe mir damals so meine Gedanken gemacht. Keine Ahnung, ob es physikalisch richtig ist, aber irgendwie muss es logisch in meinem Kopf funktionieren. Also muss eine Kausalitätskette dabei entstehen. Hierbei bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ich brauche ganz viele Spiegel von den anderen Teilen meines Ichs. Da bin ich wieder egoistisch. Ne? Aber ich glaube, da kommt am meisten bei rum. Kam bisher jedenfalls. Also ich habe durch euch am meisten gelernt. Ne? Also dieses Konglomerat ist nur durch einzelne Experimente von vielen von euch entstanden. Ne? Auch wenn Tesla eine ziemlich große Basis dabei hat. Aber dazu später. So, dann fangen wir mal an. Dieser Zustand 1 in diesem ersten Kästchen. Da habe ich jetzt einen dünnen Draht gemalt, ne, der viermal so lang ist wie ein dicker Draht. Ne. Und wenn jetzt so ein Draht einfach irgendwo rumliegt, meinetwegen nehmen wir mal hier den Draht, ist zwar jetzt gleich, aber meinetwegen auch Draht, ne, dann sind da ja eigentlich auch schon Elektronen drin. Die bewegen sich jetzt halt nicht, deshalb 0 Volt.
Ne? Deshalb, wenn wir hier das Messgerät anschließen, 0 Volt Spannung, aber sagen wir mal, hier sind 12 Elektronen drin. Ne? Deshalb habe ich hier mal bei 4 Windungen, wenn das eine Windung ist, 12 Elektronen hingeschrieben. Den Rest, den ich hier durchgestrichen habe, den müsst ihr nicht entziffern. Da habe ich, bin ich in eine Sackgasse gewandert in meinem Kopf. Aber so ungefähr bin ich an einem Ziel rausgekommen, so wo es passen könnte. Ne? Ob es in der Realität wirklich so ist, könnt ihr mir mal bestätigen oder dementieren, je nachdem. So, das ist der erste Zustand, ne? Da wo alles in Ruhe ist, da wo kein Strom drauf ist, nicht so. Jetzt kommen wir zum zweiten Zustand, wo auf unsere Primärspule, ne, praktisch auf diese dicke Spule hier, ein Strompuls drauf gegeben wird. Ne? Da haben wir jetzt 2 Volt drauf. Ne? Da sind jetzt mehr Elektronen drin in dem Draht, haben wir Elektronen reingedrückt irgendwie. Ne? Vorher waren wir 4 drin, jetzt haben wir 6 drin, ne? Und irgendwie sind die jetzt dann hier rüber gewandert. Ne? Trafo-Prinzip. Also haben wir ja keine 12 Elektronen mehr drin in diesem Draht, sondern sag mal, haben wir jetzt hier 18 Elektronen drin fürs Verständnis. Und gleichzeitig haben wir den Druck im Draht erhöht. Ne? Da messen wir ja jetzt eine Spannung. Ja? Und pro Windung addiert sich das ja. Ne? Und wenn wir da mal jetzt sagen, hier haben wir, was weiß ich, 4000 Windungen oder so drauf, dann könnte man hier schon dann 8000 Volt drauf haben auf dem Sekundärdraht. So, und jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir hier wieder ausschalten, ne? Wo wir hier abrupt abbrechen und gleichzeitig die Elektronen natürlich irgendwo hinwandern lassen. Ne? Also normalerweise sollte es so sein, dass so eine Tesla-Spule geerdet ist. Ne? Aber auch wenn man hier keine Erde ranmacht, ne, dann sucht sich der Draht natürlich über das andere Potenzial, da seinen Minus und dürfte dann über die Luft herauswandern oder da, wo am ehesten mit irgendwas in Berührung kommt, was mit der Erde in Verbindung ist. Die Hochfrequenz, da das mit Hochfrequenz ja funktioniert, krabbelt der Strom ja auf der Oberfläche und braucht gar nicht unbedingt einen Kupferdraht, damit es eben funktioniert. So, was jetzt aber noch so ein Ding ist, was ich ganz wichtig finde, da denke ich immer an Gmünders Kurt, ans Gesetz der Trägheit. Na, und zwar, wenn jetzt diese Elektronen hier in der zweiten Phase alle unter Druck stehen und jetzt alle auf einmal entlassen werden, ne, dann fließen die ja alle in eine Richtung und die hören dann nicht auf mit Fließen, wenn hier nur noch 12 Elektronen drin sind, sondern kurzzeitig, so geht es in meinem Kopf jedenfalls rum, zieht die hier bis auf was Müllelektronen leer. Ne, also ein übelster Unterdruck entsteht, weil die hier durch diese ganze Trägheit mit einem Mal rausgesogen werden. Nach unten. Ne? Das ist wie so eine PET-Flasche, ne? Die man mit einem Mal entleert, ne? Und dann ploppt sie sich wieder voll, weil natürlich die Außenwand flexibel ist und sich dann wieder nach außen wölben kann, so wie bei dem Draht hier. Und das müsste dann die nächste Phase sein, ne? Wo dann praktisch diese Elektronen, die dann hier in diesem Draht fehlen, theoretisch eigentlich von außen, ne, da wo es viele Elektronen sind, wieder hineingesogen wird, damit es sich wieder ausgleicht, ne, damit sich der Druck zwischen innen und außen wieder ausgleicht. Könnte es so sein oder könnte es nicht so sein? Ne, Voraussetzung hierfür ist, dass hier eine Diode sperrt, ne, dass der wirklich nur in eine Richtung fließen kann, dann, dass der Sog nur in eine Richtung wirken kann. Ja. Ja, auf die richtige Diode kommt es eigentlich an, ne? Genau. Und bei unserer Quelle machen wir es ja meistens so, dass wir über die Freilaufdiode, ne, diese Elektronen, die wir ja zu viel reingedrückt haben, nochmal im Kreis laufen lassen und dann wieder reinspeisen. Also bei der Primärseite kann man nicht unbedingt sagen, ne, dass so viele Elektronen von außen hier reingesogen werden. Aber bei der Sekundärseite eben. Ne? Und deshalb kann man damit auch meiner Meinung nach diese extrem hohen Spannungen machen. Ne? Wenn man jetzt die Spannung nochmal hernimmt, dass wir hier, wo wir Druck drauf gegeben haben, hier 8000 Volt, also plus 8000 Volt drauf hatten, und diese plus 8000 Volt auf einmal entlassen, ne, praktisch ins Bodenlose entlassen, ne, kann da kurzzeitig ein Sog, meinetwegen bis zu 30.000 Volt entstehen. Und das sind dann die hohen Spannungen, die wir bei Tesla-Spulen beobachten können. Aber nicht nur bei Tesla-Spulen ist es so,
ne, nach dem Prinzip, also dieses Prinzip hat es eigentlich erst ermöglicht, dass wir jahrzehntelang in solche Röhrenfernseher Fernsehgeräte gucken konnten. Ne, diese Flyback-Trafos da drin funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Ne, die nutzen auch dieses zusammenbrechende Magnetfeld und diesen Sog, ne, diese Trägheit, die da entsteht, wenn die Elektronen alle mit einem Mal rausgesogen werden. Das nutzen die auch und nur so konnten die hohen Spannungen für die Bildröhre entstehen. Eigentlich haben wir, wenn man es genau nimmt, jahrzehntelang in kleine, halbe freie Energiemaschinen geguckt, sozusagen. Also in meiner Vorstellung. Ne? Genauso sieht es mit Zündspulen aus. Auch unsere normalen Autos, die so einen Zündfunken brauchen, haben Zündspulen eingebaut, wo das auch nach ähnlichem Prinzip gemacht ist. Allerdings haben die ja dann eben keine Luftspule. Ne? Hier diese Spule in der Mitte, da ist ja Luft drin, ne, sondern da haben sie einen Ferrit genommen, um höhere Ströme hinzubekommen, ne, damit der Funken eben auch extrem heiß wird, ne, dass richtig Ampere dahinter sind, ne, damit er Gemische zünden kann. Ne. Das war ja nie dafür gedacht, dass die Zündspule dein Auto betreibt. Ne. Das sollte ja nur ein bisschen das Benzin zünden. Ne. Schön langsam muss der Übergang gehen, damit wir es alle kapieren. Ne. Wenn es zu schnell geht, dann ist scheiße, dann denken wir alle, mir ist nichts wert. Würde mir genauso gehen übrigens. Also, so. Ich bin echt froh, hier den Weg selber so zu finden, aber ich habe Hilfe gehabt von anderen. Ne? Also ganz alleine ging es nicht und ich denke, das bin ich euch schuldig. Ne? Wenn ich mal einen kleinen Trampelpfad gemacht habe, dann möchte ich den auch ein bisschen markieren, dass die nächsten Leute, die da langlaufen, es leichter haben und noch schneller vorankommen. Ne? So ist das geholfen und es dürfte noch schneller gehen, meiner Meinung nach. Wenn man dann diese ganze Rechnung nimmt, ne, dass wir am Anfang 12 Elektronen drin hatten, dann 6 Elektronen reingeschickt haben, mit einem Mal dann diese 12 plus 6 entlassen haben, diese 18 Volt, und dann von außen 12 Elektronen wieder hinzugekommen sind, bleibt am Ende ein Reingewinn von 12 Elektronen übrig. In meinem Kopf. Problem hierbei ist jetzt, warum kann man da irgendwelche Selbstläufer noch nicht kaufen, wo man einfach das wieder in den Eingang anschließt, einmal das Ding anschwingt und dann läuft es und dann produziert es andauernd. Ich sehe momentan das Problem, dass wir hier extrem hohe Spannungen haben, also 30.000 Volt und mehr, in Kombination mit Hochfrequenz. Also dadurch, dass hier so eine Luftspule ist, können wir extrem hohe Frequenzen fahren. Und für diese hohen Frequenzen und vor allem die hohen Spannungen wüsste ich nicht, dass es da Dioden gäbe oder Kondensatoren. Na gut, wenn man die richtigen Dioden schon hat, ist ja Kondensator ja eigentlich kein Problem mehr, denke ich. Aber, soweit ich weiß, wenn sie Hochfrequenz können, die Dioden, schaffen sie keine hohe Spannung. Und andersrum. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da andere Ideen habt. Aber Nikola Tesla hatte ja das damals auch gehabt. Er hat noch keine Industrie gehabt, wo er drüber schimpfen konnte. Ja, da hat sich selber Gedanken gemacht. Upsala. Na, nichts passiert, das hält noch. Und in der Natur geht es ja auch. Ne? So. Und jetzt habe ich durch gewisse Vorträge gelernt, na, fangen wir erstmal an, dass der Nikola Tesla so eine Art Funkenstrecke mit einbaut. Ne, ich weiß nicht, ob in Sekundärseite oder in der Primärseite die Funkenstrecke, ich glaube, in der Primärseite kommt sie mit, wenn ich mich nicht irre. Na klar, Sekundärseite macht ja keinen Sinn, da müsstest du ja meterlange Funkenstrecken machen. Also in der Primärseite wird die Funkenstrecke gemacht. Und damit kann er richtig an- und ausschalten. Damit verhindert er schon mal diesen PN-Übergangseffekt, wenn man damit irgendeinem Halbleiter oder einem Transistor dann irgendwie an- und ausschaltet. Das bringt schon mal etwas. John Bedini hat da ein Experiment gemacht. Ach, immer wenn ich dran denke, fällt mir der Name nicht ein. Ja, da ging es jedenfalls auch darum, dass er da eine Funkenstrecke gebaut hat. Auf der einen Seite ein Stück Carbon hatte, auf der anderen Seite ein Stück Silber, glaube ich. Und da hieß es in der Anleitung so, dass wenn man hier abrupt einmal den Elektronenfluss stoppt, dann ist ja auf der einen Seite ein Unterdruck, ne, auf der anderen Seite ein Überdruck. Und dann hätten auf der Seite, wo Unterdruck ist, in der Zeit sich genug Elektronen Zeit, sich da anzusammeln. Ich glaube, die Seite, wo Unterdruck war, das war Carbonseite gewesen. Und die andere Seite irgendwie, oder Wolfram oder sowas, was viel aushält. Und ja, so eine Art als Elektronensammler dann praktisch die Funkenstrecke nehmen, damit sich eben Elektronen Zeit haben, ne, da anzusammeln.
Weil wenn die ganze Zeit Kurzschluss ist, dann kriegst du irgendwie ins System nie mit rein. Also wenn das die ganze Zeit kurz geschlossen wäre, dann weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, dass die Geschwindigkeiten dann so unterschiedlich sind, dass das das einfach außen vorbei macht, ohne ins System reinzukommen. Man muss es abrupt abbrechen und einschalten, um eben dann die richtigen Geschwindigkeiten zu erwischen, damit die Elektronen rein können. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit so ist, aber na gut, okay, zurück zur Funkenstrecke. So, und in Realität sah ich da mal einen Vortrag von irgendeinem Zahnarzt, der behauptete, dass unsere Zähne so eine Art Funkenstrecke wären. Und da hat es bei mir voll Klick gemacht. Da habe ich gedacht, krass, ne, dass unsere Zähne irgendwelche Organe an- und ausschalten. Und mit der Zeit, ne, wir werden natürlich älter, ne, gewisse Organe haben immer ganz so sehr Prioritäten und werden runtergefahren. Ne, dann wird man von ganz alleine ruhiger, weil die Zähne, ne, etwas sich zurückgenommen haben. Ne? Na, mal gucken, wie es bei mir ausschaut. Bei mir sind auch schon die Hälfte der Zähne weg. Und ich bin schon etwas ruhiger geworden. Mal gucken, wie es dann mit der Zeit wird. Das ist dann wahrscheinlich die berühmte Sturm- und Drangzeit, ne, wo man noch alle funktionierenden Dinger drin hat. Wer weiß, wer weiß. Okay, bei den Bäumen könnten es Wind und Blätter sein, was die Funkenstrecke macht. Genauso wie beim Gras, ne, irgendeine Art Bewegung, was dann etwas konstant hin und her schaltet. So, und als zweites Ding noch, um dieses Ganze aufzufangen, gehen ja keine normalen Kondensatoren. Ne? Also 30.000 Volt da irgendwie zwischenzuspeichern mit normalen Elkos, da brauchst du schon einen riesen Elko und dann kannst du da nur ganz kleine Kapazitäten speichern, wenn überhaupt, per Nanofarad. Und da hat sich Nikola Tesla auch schon vor ein paar hundert Jahren angeblich Gedanken gemacht, wer weiß, wo der es her hatte. Und ist auf den sogenannten Tesla-Kondenser gekommen, also kein Tesla-Kondensator, Tesla-Kondenser. Ich hatte schon mal ein kleines Video drüber gemacht, wird hier unten drunter verlinkt. Und das ist eigentlich auch wie ein normaler Kondensator, aber mit dem kleinen Unterschied, dass in der Mitte ein Glas das trennt. Ne, da ist praktisch keine Watte oder kein Zellstoff oder sowas, was dann die Flüssigkeit des Elektrolyt hier wandern lassen kann, sondern das ist direkt getrennt durch Glas. Und da drin ist dann eine Salzwasserlösung, ne, Kali allein, auf der anderen Seite ist Stahl. Und wenn man das vergleicht mit uns, ne, also könnte man sagen, also so geht es bei mir wieder im Kopf rum, ne, dass die Knochen vielleicht das Glas sein könnten. Blut ist natürlich das Salzwasser hier, ne, und der Rest Kohlenstoff ist ja auch klar, ne, bestehen wir ja hauptsächlich draus. Also würde das auch bei uns passen. Ne? Hätten wir eigentlich hier alles mit drin. Ja. Aber jetzt geht es trotzdem noch darum, jetzt hat man hier trotzdem irgendwie 30.000 Volt und kann ein paar Milliampere abfassen, ne, bevor das nächste Mal vollgepumpt werden muss. Wie macht man das jetzt? Ne? Was nimmt man für einen Trafo sozusagen? So. Und da könnt ihr euch erinnern an den José aus Paraguay. Und der erzählte mir, dass er auf die Idee mit den Infrarot-LEDs und dem Solarpanel zugekommen ist, damit er einfach das Fernsehprogramm umschalten wollte bei sich und daneben eine Solarzelle hatte, wo er irgendwie ein Messgerät dran angeschlossen hatte, um zu gucken, wie viel Spannung die hat, das irgendwie vergessen hatte. Und er ist irgendwie durch Zufall mit der Fernbedienung auf dieses Solarpanel gekommen, hat gemerkt, dass sich die Spannung da ändert. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön viel, wie er gemeint hat, und so ist er auf die Idee gekommen, das zu kombinieren mit den Infrarot-LEDs und den Solarpanels. Ja, ich habe es jetzt hier mal für die Anschauung aufgebaut. Das ist bei weitem nicht optimal, das sind irgendwelche, also es sind jetzt keine LEDs mehr, es sind jetzt Laser. Ich habe mir gedacht, Laser zieht noch weniger Strom und macht trotzdem helles Licht, unten drunter einen Reflektor, um das alles wieder ein bisschen zu vervielfältigen. Und wenn man die richtig betreibt, dann kommt ja auch richtig was raus, aber man muss ja erstmal richtig betreiben und ich hatte mir vorgenommen, die mit Tesla-Spule zu betreiben. Und zwar mit der antiparallelen Verschaltung. Das heißt, diese ganzen Laser hier, die sind jetzt alle kurz geschlossen und an der Stelle, wo ich praktisch Plus und Minus verbunden habe, bin ich auf diesen Kohlefaser beigegangen. Der Kohlefaserball deshalb, weil
Am Anfang habe ich nur einfach dieses kurzgeschlossene Kabel drüber gelegt. Ne, und dann haben sie schon ein bisschen geleuchtet, aber es hat mir noch nicht gereicht. Ne, und dann habe ich überlegt, ach, wie kannst du denn da an der Stelle irgendwie die Elektronen so weit sammeln, dass sie konzentriert alle nur auf diesen Draht gehen. Ne, also diese Dinger, die hier drin jetzt immer noch wild in alle Richtungen machen, ne, die gingen vorher auch in alle Richtungen und ab und zu ist mal einer bei dem Draht hängen geblieben und dann haben die halt mal ein bisschen geklimmt. Ne. Und mir ist durch den Kopf gegangen, Aluhut. Es gibt diesen Gimmick, solchen Plasmakugeln hier Aluminium aufzusetzen, ne, und dann eine kleine Spitze ranzumachen. Und wenn man da dann ranfasst, kriegt man übelst einen gewischt. Ne, das Alu wirkt dann in dem Moment wie eine Art Kondensator, sammelt die Elektronen, die dann, also stellen wir es vor, von außen kommen, ne, beim Zusammenbrechen des Magnetfelds hier reingesogen werden. Uah, jetzt bin ich schon wieder rangekommen. Moment, vielleicht seht ihr es. Vielleicht seht ihr es. Ich gehe mal hier ran. Ah, jawohl. Hm, nochmal. Das ist übelst heiß. Das ist extrem heiß. Hier stehen ganz feine Fäden ab. Okay, zurück zum Aluhut. Und da wollte ich fast schon Aluminium drauf machen und habe dann überlegt, naja, Alu, Hochfrequenz, na, eigentlich nicht so gut. Ne? Also Alu... Also jedes Metall dürfte eigentlich die Frequenz ein bisschen drücken, ist ja auch in Ordnung, aber naja, jedenfalls hat es mir nicht so richtig gefallen. Habe ich gedacht, da muss doch was Besseres geben. Und dann ist mir durch den Kopf gegangen, dass ich mal probierte, so ein Stück Kohlefaser als Vorwiderstand für ein RMF zu nehmen. Ich habe mir so einen Heizstein gebaut, ich habe so einen Haufen Kohlefaser unter so einen normalen Stein gemacht mit Wärmeleitpaste. Und wenn man da dann 24 Volt und 500 Milliampere drauf haut, dann wird der Stein richtig schön warm. Das ist ein schöner Heizstein, wenn ich die Katze mal hinlegen will. Oder für was wollte ich sagen? Ja, ich wollte es eigentlich nehmen als Katzenheizung sozusagen, sowas konzipiert. Das ist der Stein, der wird dann richtig schön heiß. Die Infrarotstrahlung geht dann direkt rüber in den Stein. Der hat so 40, 45 Grad ungefähr. Und wie gesagt, so 24 Volt und 500 Milliampere, also 12 Watt. 12 Watt steckst du rein. Ja, und zufälligerweise hatte dieses Stück Kohlefaser dann genau um die 50, 60 Ohm Widerstand gehabt, was ich für ein RMF gebraucht habe. Und wenn ich mit normalen Widerständen fahre, hier mit normalen Drahtwiderständen, dann werden solche 50 Ohm Widerstände, 5 Watt Widerstände schon ordentlich handwarm. Also schon so 40, 45 Grad, ungefähr so warm wie mein Stein. Da habe ich mir gedacht, naja, wäre ja toll, wenn du gleich mit einem RMF-Charger hier Heizsteine betreiben kannst. Und dann habe ich nicht schlecht geguckt, nachdem ich das Ding habe laufen lassen, da hat sich gar nichts getan. Ne? Irgendwie sind da gar nicht die Milliampere drüber gegangen, die ich gedacht habe, was drüber geht. Ne? Also wie gesagt, ich habe vorher bei dem hier die Milliampere nie gemessen, aber der ist viel wärmer geworden. Und so bin ich auf die Idee gekommen, hey cool, dann wird dieses Kohlefaser bei hohen Frequenzen wahrscheinlich gut funktionieren, weil da macht der Strom eigentlich nur auf der Leiteroberfläche entlang. Ja, das sind ganz feine, extrem feine. Mal gucken, ob man es irgendwie erkennt. Ja, erkennt der Kohlefaser. Ne? So hauchfeine Dinger. Ne? Also extrem hohe Oberfläche. Da habe ich mir gedacht, hey, probierst du. Ne? Habe so einen Ball bewickelt mit Kohlefaser. Und siehe da, es kam viel mehr dabei raus, als nur, wenn ich so die Drähte drauf gemacht habe. Gut, so, wie geht's weiter? Achso, hier drüben ist die Funkenstrecke, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und hier ist der besagte Tesla-Kondenser mit Edelstahl außen. Hier ist Glas und das ist so ein Graphitblock. Okay, na dann, wir wollen mal gucken, ob wir es so hinkriegen, dass es auch ein Aha-Effekt erzeugt. Wie gesagt, also es wird bei weitem noch nicht so sein, dass es... Das war das Falsche, das muss ich anlassen. Okay. Okay, also wie wir sehen, sehen wir nichts. Also ganz kleines bisschen leuchten sie schon. Ganz kleines bisschen, das sind jetzt wie gesagt 44 Laser in Reihe.
Der Vorwiderstand wurde entfernt und sie leuchten jetzt erst, wenn ich praktisch diese Funkenstrecke hier in Gang setze oder selber ranfasse. Also ich müsste selber ranfassen, wenn ich jetzt... Ja, so gut geht es gar nicht, wenn ich es jetzt selber ranfasse. Was ist denn hier los? Jetzt geht es besser, wenn das so funktioniert. Jetzt kann ich euch gar nicht zeigen, wie ich da drauf gekommen bin. Krass. Na gut, ich hoffe, es funktioniert jetzt mit Funkenstrecke hier. Mal schauen. Ah ja. Ja. Na, komm schon. Jawohl. Die Funkenstrecke läuft. Halt, seht ihr das hier unten? Nee, jetzt ist sie wieder aus. Es ist halt tricky, diese Funkenstrecke hier hinzukriegen. Ich fahre halt nur mit einem USB-Plasma-Ball. Na, da ist jetzt. Ja, da ist die Funkenstrecke. Und jetzt sind sie alle, wieder aus. Funkenstrecke ist wieder weg. Mal hinkriegen, dass es ein bisschen länger läuft. Okay, jetzt. Doch nicht. Aber ihr habt es kurz gesehen. Jawohl, ich muss hier unten die Funkenstrecke wirklich mit der Hand immer wieder neu justieren. Das ist wirklich so, dass man es gerade so zeigen kann. Dass man gerade so das Prinzip zeigen kann. Ja, also 44 Laser betrieben, ohne dass ich... selbst mit im Spiel bin. Ja, normalerweise, ihr kennt das bei den antiparallelen LEDs, das geht erst so richtig gut, wenn man selber an eine Stelle ranfasst. Ja, es hat fast funktioniert. Komm schon, noch ein bisschen. Oder ich brauche mehr Luftfeuchtigkeit. Das kann natürlich auch sein, dass ich mal ranatmen muss. Na gut, ranatmen klappt auch nicht so richtig. Ja, also mit der Funkenstrecke hier, da muss ich mir noch was einfallen lassen oder einen ganz feinen Read-Switch nehmen oder mal schauen. Natürlich müsste man einfach nur die Tesla-Spule aufblasen. Ne? Hier mit so einem 5 Volt USB-Plasma-Ball ist natürlich nicht viel los. Jetzt geht's, jetzt läuft's. Hier ist die andere Hand, mit der anderen halte ich die Kamera. Und jetzt, jawohl, so ungefähr sollte es sein. Die sind auch wirklich alle an, ne? Auch wenn es jetzt so hier nicht aussieht. Man halt mal von verschiedenen Perspektiven. Ah gut, das sollte jetzt erstmal für die Anschauung reichen. Ne, so fürs Prinzip, wie man vielleicht eine Hochspannung so runter transformieren kann, dass man wirklich was davon hat. Ne? Vielleicht klappt es eines Tages, vielleicht ist auch gar nichts dran. Aber irgendwo muss ja die Energie... Ui, das habe ich voll einen verwischt bekommen. Haha, der hat sich voll aufgeladen, der Conti. Krass. Okay, nochmal Funkenstrecke anmachen. Ja, na gut, jetzt seht ihr das wieder nicht so toll. Also die werden kurzzeitig wirklich richtig schön hell. Und ich habe hierbei echt ein gutes Gefühl. Vor allen Dingen... Ich weiß nicht, bei Command & Conquer ist das doch, glaube ich, so. Ne? Da gibt es irgend so eine Truppe. Und wenn du da ein Kraftwerk hinbaust, dann leuchtet das, ich glaube in grün leuchtet das die ganze Zeit. Aber vielleicht kann man wirklich hier Licht zum Transformieren von Energie benutzen. Auch von alten ägyptischen Bauplänen, will ich das sagen. Also altägyptischen Papyrussen, ne? Die es ja so auf dem Markt zu kaufen gibt, die man so als Tourist mitnehmen kann. Also da hat man sich ja auch schon mal damit beschäftigt und da waren auch Passagen drin gewesen, wo man zuerst irgendwie mit Salzwasser Energie macht und dann mit Licht die Energie irgendwie konfiguriert oder irgendwohin transformiert. So langsam glaube ich, ich weiß, was sie meinen. So ganz langsam. Na mal schauen. Okay, in diesem Sinne lasse ich euch auch mal ein bisschen nachdenken. Obwohl, na warte mal, einen Gimmick haben wir noch. Einen kleinen Gimmick können wir vielleicht noch, dann habe ich es auch weg. Können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das wäre dieses Teil hier. Aha. Da tut gerade jemand gepulst Ströme entnehmen. Hier das ist nämlich so ein Ding, was jetzt auf der einen Seite... Mit UV-LEDs, oh, jetzt ist unten das Plus abgegangen, oh, jetzt ist es wieder dran, mit UV-LEDs, Dünnschichtmodule,
beleuchtet und die Dünnschichtmodule tun einen Supercap laden und auf der anderen Seite sind Infrarot-LEDs mit polykristallinen Solarpanels drin. Ne? Wollte ich einfach nur mal einen Vergleich machen, was mehr bringt. Also momentan sieht es mit den Infrarot-LEDs ums Doppelte besser aus als mit den UV-LEDs. Die UV-LEDs, die brauchen mehr Spannung. Ne? Das heißt, ich kann mehr Infrarot-LEDs in Reihe machen als UV-LEDs bei der gleichen Leistung. Die sind jetzt alle parallel geschalten, ne, die zwei. Und auch am Output kommt dann mit in den Infrarot-LEDs und polykristallinen oder monokristallinen Panels viel mehr raus. Ne? Die Dünnschicht, die sind für UV ausgelegt. Das war der Start gewesen für das Experiment. Was heißt der Start? Der Start hat eigentlich Rosé gegeben. Ja, achso, und die LEDs hier oben, ne, die werden jetzt praktisch mit dem Spannungspotenzial zwischen der Heizung und dem Null unserer Steckdose gemacht. Und hier hat es mich gewundert, ich habe das Originalvideo von Creosan gesehen, der hatte an Russland 2,2 Volt Spannungsunterschied, musste nur einen drauf oder dazwischen hängen und hatte, glaube ich, gleich 220 Volt gehabt. Also Sekundärseite hier ran, dann kriegst du auf der Primärseite dann die Spannung raus und er konnte dann direkt mit einem Ladegerät sein Handy laden. Hier musste ich ein bisschen tricksen, weil hier hatte ich nur 0,2 Volt Spannungsunterschied. Aber bei mir ging es trotzdem, indem ich zwei Trafos in Reihe gemacht habe. Zuerst den einen Trafo, dann kam ich schon mal auf 5 oder 6 Volt und dann nochmal einen Trafo dahinter in Reihe und dann kam ich auf 28 Volt. Natürlich ganz geringe Ströme, ne, die laden mir jetzt hier den Kondi voll, aber es reicht, um dann hier, wenn jemand ordentlich zieht, so wie jetzt, ne, da tut irgendjemand gepulst hier in der Nachbarschaft irgendwas betreiben, dann werden die LEDs hier richtig hell, ne, und das sind 20 mA und 7,4 Volt. Und das ist schon was. Also dieses Video, was ihr hier gerade seht, ist jetzt mit diesem Akku hier. Also der hängt jetzt an der Kamera dran. Ne? Da kommt jetzt euer Strom raus. Und der ist jetzt mit dem Ding geladen worden. Ne? Der war original bei 3 Volt, 3,0 Volt, als ich ihn rangehangen habe, vor einem Monat. Und jetzt einen Monat später ist er bei 3,9 Volt, 2 Amperestunden. Das funktioniert. Ne? Natürlich nach dem Kondi hier noch. Hier hinten ist er, hier seht ihr vielleicht ein bisschen ein RMF-Charger und vom RMF-Charger geht es dann auf den Output hier, wo dann der Akku rankommt. Ja, also habe ich, eigentlich kannst du sagen, eine freie Energie-Lademaschine, zumindest für einen Akku. Es dauert zwar einen Monat, aber es funktioniert. Auch hier in Deutschland, wenn man nur 0,2 Volt Spannungsunterschied hat. Ja, und da wurde ja auch schon gesagt, das ist nur Potenzial, da ist keine Leistung dahinter. Pustekuchen, da ist ordentlich Leistung dahinter. Und vielleicht ist auch hier ein bisschen mehr dahinter, als man denkt. Vor allem, wenn man diese Theorie mit den Bäumen und den Menschen und den wirbelnden Elektronen aus der Natur noch so ein bisschen im Kopf hat. Gut, jetzt bis später.